Was geht ab, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten Folge von Horizon Zero Dawn. Wir haben die Kriegsherrin gefunden beim letzten Mal. Jetzt machen wir uns auf der Suche nach den Mördern. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr zugeschaltet habt. Supportet das Ganze weiterhin. Das wäre nice. Und jetzt geht's los. Wenn ihr auch mal eine längere, noch längere Folge sehen möchtet, haut das in die Kommentare. Ich kann auch einen Stream davon machen. Der ist zwar jetzt nicht so professionell wie hier, aber ich will ja erstmal gucken, wie es läuft. Und dann investiere ich da auch gerne rein. So. Wir müssen Spuren finden. Okay. Hier sind welche. So. Und hier ist eine. Ah, ne, hier ist noch was. Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Okay. Ein Ruhevorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Mal kurz ein bisschen heilen, damit es wieder voll ist. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen. Und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Okay. Okay. Das dürfte Lagerfeuer sein, oder? Nö. Natürlich nicht. So. Oh, hier ist auch noch was. Ne, da haben wir ja eben geholt. Dann sind wir hier entlang. Gut, gut. Jetzt müssen wir nur noch hier rausfinden. Ah! Wenn man vom Teufel spricht, ne? Ich hole mir noch Frostbeulen. Also der Loot, der ist echt krass, auch bei diesem Spiel. So. Wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Schlag von oben, unauffällig. Aha. Lockrufkampf. Okay. Tja. Dann ist das ja doch interessant. Ach, das macht man bestimmt bei bei diesen Maschinen, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Natürlich ist mein Reittier auch nicht mehr da. Juhu. Oh, dafür gibt es hier eine fette Action. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Wow. Wappa. Etwas Vorrat. Ich höre schon wieder ein Schwein. Die sind hier aber auch überall, wa? Kann man ruhig töten, da ist ja eine Plage. Shit. Shit, das ist jetzt weg. Ja.
Nee, da unten. Das ist gestorben, oder? Nein. Schade. Ah. Lassen wir die Tierchen jetzt mal in Ruhe. Machen jetzt die Mission hier weiter. Die Rache der Nora. Sehr schön. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Bestimmt. Oh, Holz. Brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Ja, schon fast 1000 Stück, die ich habe. So. 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 Wenn ihr das Spiel auch spielt, ne? Habt ihr ein paar Tipps und Tricks? Vielleicht, was ich hier falsch mache oder was ihr herausgefunden habt. Das wäre auch ganz nice. Oh, fällt mir gerade so ein. Sehr nützlich. Flup. So, so langsam kommen wir an. Schon lange keine Maschinen mehr gesehen. Jetzt fängt es natürlich hier an, mega zu regnen. Ja, huhu. Oh, what the fuck. Alles klar. Sehr schön. Das gibt bestimmt guter Loot. Nein! Okay. Fuck, okay. Sorry. Okay. Sind hier noch mehr von denen, ja? Hier ist eine ganze Schweinsherde. Jetzt versucht man leicht von hinten. Anscheinend kann ich hier auch überbrücken. Nur kurz speichern, bleib easy. Nein, bitte dreh dich nicht um. Ich
Also ich glaube, weil ich sie einmal aufgescheucht habe, sind die so misstrauisch geworden, ne? Ich mach nichts. Gut, leck mich. Dann ein andermal. Kamen ein bisschen von unserer Mission ab. Aber ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass wir auch die Maschinen überbrücken können, muss ich auch ehrlich gestehen. Ich wollte einfach nur den Loot. Oh, apropos Loot, herstellen, Munition. Oh, Zeit. Holz haben wir auf jeden Fall genug. So, jetzt noch ein paar Meter, in dem Fall glaube ich da. Wie das Wetter sich so schlagartig verändert. Eine alte Rezeptur. Aber egal. So, noch einmal. Und hier rüber. Flüppkes. Maschinen in der Nähe, ne? Bin schneller zu Hause. Weiß, wie brutal, aber das braucht man halt. Weil das Schwein ist schon mal provisorisch abgehauen. Schön, schön. Der Gegner hat mich im Visier. Ja, ja. Leck mich. Noch ein. Lübkes, zu Ende. Zu Ende. So, jetzt sind wir auch langsam da. Es freut mich. Mal kurz heilen. In dem dummen Sacksau. Das hier ist auch nochmal Heilung. Das hier auch. Steininventar ist voll, ja. Ich brauche auch keinen Stein. Wir haben ja jetzt den Lockruf, den wir eh nicht benutzen. Oh, shit. Zwei Sägezähne. Ja, super. Gut, dann lasst uns mal eine Falle bauen. Okay. Das hier ist eine Falle, oder? Jetzt nur noch scharf machen. Wie denn? So, zwei Sägezähne. Lass die Party beginnen, würde ich sagen. Oh shit, Mann, das wollte ich so nicht. Komm. Die kommt kein Millimeter. Okay. Kein Ding. Stirb's auch so. Und noch ein. Komm! Mein Gott!
so groß und so viel Angst. Ja. Hat gut Munition gekostet, aber der Sägezahn ist tot. So, du kannst das wieder einsammeln? Nee, ne? Natürlich nicht. Herstellen stimmt. Ja, Munition. So. Und Fallen waren das, ne? Detonationsfalle ist Sprengfalle. So. Schön. Zweimal Sägezahn am Spieß, bitte. Schön nebeneinander gestorben. Weil die einfach zu blöd waren, mal anzugreifen. Aber das soll nicht unser Problem sein. Nein, 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 nein. Bin ja auch. Ich glaube, ich bin sicher. Wenn ihr auch mal von etwas älteren Spielen Let's Play sehen möchtet, kann ich euch gerne mal eine Liste machen, aber schreibt mir das in den Kommentaren rein. Bitte. Dann mache ich eine Liste für euch, was für Spiele ich alle besitze. So. Ja, hier müssen wir auch hin. Sehr schön. Oh, ich merke schon, das wird wieder eine längere Folge. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Oh, shit. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Okay. Hier machen wir den Cut. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Supportet das Projekt weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.